Ahoi, ihr Leichtmatrosen! Dieses Kurzreview geht endlich mal wieder zurück in die fiktive Karibik. Auf dem Tisch habe ich den Blister mit zwei Tempelwächterinnen von Freebooters Fate. Das Gefolge der Amazonen ist, wie alle Miniaturen von Freebooters Fate, aus Metall und besteht aus jeweils zwei Teilen plus dekoriertem Baseaufsatz. Bei der ersten Figur ist es der Körper und der rechte Arm, bei der anderen die komplette Figur plus dem Federaufsatz. Aufgrund der wenigen Teile ist der Zusammenbau nicht wirklich zeitintensiv. Ein wenig Graten muss natürlich sein, ist aber keine Herausforderung. Ebenso ist das Kleben echt easy. Designtechnisch ordnen sich die beiden Figuren sehr gut in das bestehende Amazon-Ensemble ein. Die Figuren haben das typische Antlitz, für welches das Design von Werner Klocke bekannt ist. Relativ große Augen und ein etwas breiteres Gesicht. Dadurch bekommen die Minis etwas Indigenes, was für die Amazonen relativ gut passt. Ebenfalls typisch Klocke ist der Detailgrad der Miniaturen. Man merkt einfach, dass hier alles handgeknetet ist. Die Kleidung wirkt schön organisch mit ein paar Unregelmäßigkeiten, der Kontrast der Details ist gut ausgeprägt, so das nicht zu flach wirkt und gut bemalt werden dürfte. Leider ist dieser Detailgrad hier und da etwas zu viel des Guten, denn beim Kopfschmuck ist es relativ schwer, die einzelnen Federn zu erkennen. Die Posen der Modelle sind nicht sonderlich dynamisch, passen aber zu den Figuren, denn immerhin sind sie ja Tempelwächter. Beide stehen breitbeinig mit Speer und Schild und stolz geschwellter Brust da. Im Vergleich mit neueren Figuren, auch ebenfalls aus der Freebooters Fate Range, sind die Tempelwächter aber relativ klassisch, vielleicht ja sogar ja nicht mehr ganz modern. Eine offensichtliche Besonderheit ist aber natürlich die geringe Kleidung der Damen. Ja, mein Gott, sie sind obenrum nackt und tragen untenrum auch nicht wirklich viel. Allerdings finde ich diese Designentscheidung vollkommen plausibel, da eine allgemeine Idee der tropischen Fantasy-Amazonen insgesamt eher freizügig ist, auch in der Freebooters Fate-Welt. Allerdings, und das habe ich auch schon häufiger gesagt, sind diese Modelle keine übersexualisierten Titten und Arschbomben. Dafür spricht weder die Pose noch das gesamte Auftreten der Figuren, was ich sehr begrüße und weshalb ich auch die Amazonen sammle. Ja, und zwar aus Style und nicht aus Tittengründen. Aber nun genug von fadenscheinigen Seemannsgarngründen. Erzählt mal, was haltet ihr denn von den Minis? Haut in die Tasten! Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.